Hallo Leute, willkommen zum fünften Part von Let's Play Super Mario World 100%. So, jetzt machen wir hier oben weiter. So. Ah ja, genau, das ist dieses Level mit dem springenden grünen Koopas. Also, so fängt es zumindest an. Das hier ist die grüne Welt. Das ist die grüne Welt. Also, es ist für mich die grüne Welt. Und, so, dann haben wir die erste Yoshi-Coin. So ein Busch. Ein Busch in der Musch. Nee. So. Zack. Na, verdammt. Verdammt, verdammt. Feuerblume. Möchte ich aber nicht haben. Na, leck mich. So, da haben wir noch eine. Können wir rein? Nein. Okay, weiter. Wow, wir haben die Hälfte des Levels geschafft. Okay. Eine. Kommt man da nicht rein? Nee. Dann. So, egal. Ah, da ist noch eine Yoshi-Coin. Okay, da gibt es noch Münzen. So. Ups. Hier hoch. Ah, hier konnte man rein. So, Münzen interessieren mich jetzt nicht. Aber das interessiert mich. Nee. Schwupps. Ich bin aber noch nicht zufrieden. Mir fehlt noch eine Yoshi-Coin. Ah. Bumm. Wo ist die letzte? Eine Feder. Ach, meine Fresse. Nee, da ist nochmal eine Feder. Hab ich die irgendwo am Anfang verpasst, oder? Verdammt. Ja, wo ist die letzte Yoshi-Coin, bitte? Eine fehlt mir nämlich noch und die möchte ich schon gerne noch haben, wenn es geht. Noten waren wir ja schon. Zeit wird auch langsam. Dann bin ich erstmal durchs Ziel. Blablabla. Ich mach mal kurz einen Schnitt, Leute, und wir sehen uns dann bei der Yoshi-Coin wieder. Bis dann. Und weiter geht's, Leute. Ich hab sie gefunden. Ich bin jetzt einfach mal hier am Anfang. So hochgeflogen. Und da oben ist sie. Also gleich am Anfang hochfliegen und auf den Wolken hier so landen und dann findet ihr die Yoshi-Coin. Okay. Na verdammt, jetzt muss ich das Level nochmal spielen, Leute. Was gleich, das war jetzt. So Leute, jetzt geht's aber weiter. Ich habe ganz vergessen, gerade mir den Sicherheitshälfte zu machen. Und dann muss ich das Level nochmal von vorne spielen. Aber jetzt geht's hier weiter. Mit den Delfinen. Ah, das soll ich mit der Feder, wenn der kann ich eh nichts anfangen. Aber eine Blume hätte ich auch nicht genommen. Okay, da ist noch eine. Oh ne, mein bester Freund. Der Kugel, die Google. Die Google. Eine Google, die ist eine Google. Was für dicke Lippen der hat. Ah, lass mich doch einfach in Ruhe. Kann ich den überhaupt töten mit der Feder? Ja. Ich konnte ihn töten, gut. So. Wir fehlen noch zwei Yoshi-Coins, möchte ich nur mal sagen. Wir fehlen nur noch zwei. Okay, da ist noch eine. Aha, da, wir haben alle gesammelt. Gut. Na, 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 bla. Weiter geht's. Dem Schloss hier. Also das ist ein kleineres Schloss. Nicht so
so eine große Festung. Und wir sind unter Wasser. Und diese Fische können wir übrigens nicht töten. So, es gibt zwei Wege. Für den Bild müssten wir klein sein. Ich mache mal hier ein Safe Set, weil ich möchte euch ja alles von dem Spiel zeigen. Also so gut, was ich alles kenne von dem Spiel. Und ich kenne fast alles vom Spiel. Und deswegen gehen wir erstmal hier unten den Weg. So, und das war's schon. Das ist eigentlich nur eine, so eine Abkürzung. So, jetzt gehen wir den oberen Weg. Nee. Schon doch weiter. Danke. Feder brauche ich eh nicht, aber es hat Mario sie eh schon aufgesammelt. So, hier warten wir, bis das Teil runterfällt. Dadurch, dass wir die Feder haben, können wir ja die Gegner ja zum Glück totwirbeln. Und diese Knochen trocken hier werfen jetzt auch noch mit Knochen nach mir. Und es ist nicht mehr so wie im zweiten Schloss. Das wäre, oder im dritten Schloss, glaube ich. Da haben ja die Knochen trocken einfach nur. Die Knochen trocken sind ja einfach nur da so rumgelaufen. Und jetzt werfen die hier nach Knochen mit mir. So, jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Kann ich euch gerne nochmal zeigen. Ich gehe gleich mit Uhr. Oh, scheiß drauf. Also es ist halt so eine Abkürzung. Also ich glaube, der ist halt nur ein anderer Weg, der längere Weg. Dann, wenn wir jetzt zurückspringen, kommen wir auch irgendwann wieder zu diesem Rohr, wo ich vorhin wo ich die Abkürzung unten gegangen bin. So, in diesem Schloss gibt es ja keine Yoshi-Coins. So, hier oben gibt es nochmal einen Weg, aber das ist, glaube ich, alles nur für Items oder vielleicht auch eine Verarsche zum Fail. Ah, muss ich euch jetzt nicht zeigen. Weil da oben gibt es nichts Interessantes außer Gegner und vielleicht ein paar Items. Bums, dort. Und da haben wir unseren Boss. Und es ist die Nashornarmee. Aber da steht ja der Name des Gegners schon drauf auf dem Rad. Von den Gegnern. Denn das sind ja vier. Und nicht nur einer. Okay, jetzt ist es nur noch einer. Es ist mittlerweile ja nur noch einer. Und die Brücke ist jetzt kaputt, wir müssen auf dem Draht hier stehen bleiben. Das war ja mal Epic Fail. Ups. Alter, sag mal, du willst mich doch wohl verarschen. Es geht doch. Na, 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 na. So, noch zwei Levels machen wir in diesem Part. Ach, mein absolutes Hasslevel, Leute. Das hier ist mein. Also bis jetzt. Es gibt noch, glaube ich, noch ein anderes Level, das ich auch noch total hassen werde. Aber das Level zählt zu einer meiner absoluten Hasslevels. Dieses Level hier hasse. Verdammtes Scrolling Level. So, haben wir schon die zweite. Die dritte. Gut, dass wir schon die Schalterblöcke aktiviert haben, Schalterpaläste gemacht haben. Den roten, sagt den lilanen, rosanen, pinken, was weiß ich. Der Schalker hat schon eine komische Ansicht, meiner Meinung nach. Oh, diese verdammte Koopa-Larve. Jetzt geht's weiter. So, jetzt ja, hier hoch, hier hoch. Ja, wie soll ich das denn jetzt bitte, wie soll ich das denn schaffen? Soll ich denn den schaffen? Ich hab's geschafft. Boah. Wir haben's dann noch geschafft. Okay. So, ich glaube, hier gab's nichts. Ich hoffe mal, dass es hier jetzt nichts gab. So, müssen wir jetzt hoch. Oh, bitte. Nee. Und jetzt haben wir es geschafft, wir sind oben. So, ich glaube die letzte Yoshi-Coin, die kann ich mich glaube ich noch erinnern. Genau, die war hier. Und da haben wir es geschafft. So, und das Level ist auch gleich zu Ende. Und Vorsicht, Vorsicht.
Die interessieren mich gerade gar nicht. Und rein hier. Juhu, und dann haben wir es geschafft. So, noch ein Level. Das Level machen wir jetzt noch. Oh, die kennen wir doch noch aus dem Donut Plains 1. Da kamen die doch auch zum ersten Mal vor. Sie wollen wohl ihre Rache. Ihre Revenge. Oh, hier kann ich mich gar nicht erinnern, wo die Yoshi Coins waren in diesem Level. Überhaupt kein bisschen. Ich möchte aber gerne wissen. Okay, da war eine Feder. Irgendwie habe ich doch das Gefühl, weil ich habe gerade wieder was da oben gesehen, dass man da hochgehen kann, dass da oben irgendetwas ist. Und das war so klar! Natürlich! Oh, vorsichtig, haben wir schon die zweite. Das war mir aber so klar, dass da oben eine Yoshi-Coin versteckt ist. Oh, meine Fresse, das war mir so klar. Ich glaube aber, daran kann ich mich noch erinnern. Konnte man hier nicht runter? Okay, dann doch nicht. Ich meinte, aber hier gab es doch einen Raum, wenn man runtergehen konnte, Leute. Oder war es das da? Haha! Ich habe zwar dieses Spiel schon lange nicht mehr gespielt, aber dass es hier ein Rohr gab, wo man runtergehen konnte, das wusste ich noch. Aber. So, und da war nämlich noch eine Yoshi-Coin. Finden uns noch eine einzige. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ah, okay, wir haben es geschafft. Wir haben alle Yoshi-Coins. Genau, und hier ist auch gleich das Ziel. Ich möchte euch. So, jetzt. Kann ich euch mal das Bonusspiel zum Ende des Parts noch zeigen? Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part ist, aber. Wir machen noch einmal das Bonusspiel. Wow, ich bin. Wow! Wow! Okay, zweimal Blumen haben wir sonst recht gut. Na 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 na. Haut doch ab, ihr dummen Pilze. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Haut doch ab. Okay. Lassen wir den Scheiß. Es geht weiter. Bla bla bla. So, das wird geschlossen. Das könnten wir jetzt auch noch machen, aber nee. Und dann wir gehen jetzt erstmal wieder hier runter und hier geht's rein. Hier ist nichts. Im nächsten Part, Leute, werden wir hier unten das machen, also hier unten diese Levels noch, und das vierte Schloss. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, Leute, schreibt einen Kommentar. Wenn euch der Part übrigens nicht gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen runter, abonniert, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und tschüss.